Ah, okay. Die sind zu Hause angekommen. Jupp. Yep. Könnt ihr jetzt wieder dahin. So wird es langsam hier. Achso. Durch das Kämpfen mit Freiwilligen bekommen wir übrigens auch Army Experience, ne? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Das ist echt nice. Sogar recht viel, so wie es aussieht. Ja, ganz generell durchs Kämpfen. Ja, Mensch, wir sind ja direkt in der Action. Ja, ich sag doch, es geht wahnsinnig schnell los. Und das ist bis jetzt ja, eigentlich ist das alles nur Vorgeplänkel. Das geht ja bald richtig los. Also, die wirklichen Schlachten kommen noch. Ja, also China wird schon mal für dich interessant. Ja, das sollte ich mal hingucken, was die da so machen. Noch bin ich mit China ja nicht im Krieg. Das stimmt. So, aber wir haben uns gut an der Front versammelt. Gut, ich mit ein paar mehr als China, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Das ist normal. Obwohl, die haben 17 und ich habe, shit, ich habe auch nur 17. Aber es kommt auch noch drauf an, was die halt, wie die aufgebaut sind, die Divisionen. Die können ja auch ganz klein sein, die Divisionen. Achso, ja gut, das kann natürlich auch sein. Wenn du genug Aufklärung, wenn du genug Decryption hast, dann kannst du die Maus über eine gegnerische Einheit halten und dann wird da in etwa eine Schätzung stehen, woraus die wahrscheinlich bestehen. Na, 4 bis 7. Und deine Info. Meine sind größer. Es kommt nicht nur auf die Größe an. 3 bis 4. Also die sind ziemlich schlank. Also einfach drüber brettern. Wow, ich hab schon wieder einen Fokus fertig. Ja, 70 Tage. Geht manchmal schnell vorbei. Ja, das war jetzt echt schnell. So, ja. Soll ich jetzt mit China in den Krieg ziehen? Nee, war nicht, oder? Wie du willst. Du, was könntest du sonst machen? Wirtschaft ausbauen. Ja, ich glaube, ich mache erstmal meine Wirtschaft ein bisschen verbessern und mir 4 Military Bases holen. Military Factory. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So kann ich die Armee. Will ich die ganze Armee zurückziehen? Ich euch mal hier platzieren. Mhm. Boah. Ich glaube, ich brauche noch mehr Panzer. Mehr Panzer. Oh, das ist auch bald fertig, gut. Okay, von mir aus kann es weitergehen. Ja, gerne. So. So, mein drittes bald weg. Ich rücke jetzt langsam gegen China vor. Hm. Also an die Grenze. Natürlich habe ich noch an der sowjetischen gelassen. Ja. Ja, irgendwann wird das. Irgendwann wird es da auch noch kommen. Da sind auch die meisten Truppen jetzt zwar an der sowjetischen Grenze. Also, naja, was heißt die meisten? Eigentlich nicht. Also erstmal musst du dir gar nicht so viel Sorgen um die Sowjetunion machen, weil Stalin ist paranoid und hat absurd viel Schiss vor Trotzki. Das ist so ein anderer Kommunist. Und den wird er erstmal versuchen zu jagen und sich nicht so sehr auf Außenpolitik konzentrieren. Da wird es zum ich weiß gar nicht, wie auf das auf Deutsch heißt. Da gibt es den Fokus, den die Sowjetunion
wahrscheinlich macht, das ist The Great Purge. Der dauert 210 Tage. Und dann ist, glaube ich, für die nächsten anderthalb Jahre oder so, ist deren Armee absurd schlecht. Ah. Also wir haben bestimmt so zwei, drei Jahre Ruhe vor denen. Bevor die wirklich anrücken. Okay. Ja. Na ja, gut. So, ich muss so kurz Research machen. Ja. Ja, so langsam sollten wir Pause machen, oder? Du kannst 10 Tage an Forschung sparen. Also aufsammeln. Wie, was meinst du? Wenn du an einem Forschungsslot keine Forschung ausgewählt hast, dann sammelt sich da 10 Tage Forschung an, die dann sofort in die Forschung reingesteckt wirst, die dann ausgewählt hast. Ah, dann muss ich gar nicht pausieren im Prinzip. Nicht zwangsläufig. Das gleiche funktioniert auch mit Fuki. Okay. Also klar, wenn du dir wirklich Zeit nehmen willst, um was auszusuchen, Pause, aber wenn es halt mal so, boah, das fertig, dann reicht das meistens. Dieser Nicht-Angriffspakt. Was machen die Briten eigentlich auf Gibraltar? Das gehört denen auch immer noch. Oder? Nee. Ich glaube schon. Ernsthaft? Ja, ja. Das ist total schräg, ne? Das ist, es ist aus irgendeinem Krieg entstanden, den halt die Spanier gegen die Briten gekämpft haben. Haben das die. Hab ich zuerst gesehen. Und dadurch kontrollieren die Briten tatsächlich die Meerenge von Gibraltar. Einen der zwei Zugänge ins Mittelmeer. Und sie kontrollieren auch den zweiten Zugang ins Mittelmeer, nämlich den Suezkanal. Interessant. Was halt für uns besonders schwierig ist, weil wenn wir halt mit den Briten im Krieg sind, dann können sie halt diese Zugänge zum Mittelmeer verschließen und alles, was von uns im Mittelmeer ist, kann nicht mehr raus. Und alles, was halt außerhalb des Mittelmeers ist, kann nicht mehr rein. Ja. Krass, das muss ich gleich nochmal nachgucken, ob das wirklich so ist. Ich meinte, ob du langsam ein paar Folgen und Päuschen. Ach so, ich ja gut, so ganz grobe Cuts kann ich noch machen. Also ich würde es nicht. Ich würde es jetzt einfach laufen lassen, geht eher schon eine Stunde. Ja. Und dann können wir nachträglich noch cutten, wo es einigermaßen passt. Okay, gut, wie du sagst. Wikipedia Gibraltar. T. Ja, wenn wir schon bei den Briten sind, ne? Ja. Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich auch mal. Das ich jetzt auch. Gibraltar steht seit 1704 unter der Souveränität des Vereinigten Königreichs. Geil. Das ist schon eine ganze Ecke, ja. Schon ganz schön lange, tatsächlich. Achso, wir haben tatsächlich Madrid besetzt. Dann will ich jetzt tatsächlich mal. Was machen die denn hier? Hier hin. Hä? Mit meinen schicken LKWs. Ja. Rumfahren? Ja. Sind nach Barcelona, ja. Ja. Und da einfach aufräumen. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ich gehe hier weiter rein. Immer noch richtig dick. Oh, wir verlieren hier einen. Ja, das passiert. Radio. Ich mag das Radio. Mag uns Spanien jetzt mehr, weil wir denen geholfen haben? Ich glaube ja. Wenn du auch wieder ins Diplomatie-Menü von Spanien gehst mit Rechtsklick, dann ist oben rechts die Übersicht. Ah, ja. Und ich habe
2 Volunteers plus 6. Okay. 4 plus 12. Ja. Bei 32 insgesamt jetzt. Ich sollte mein Militär mal ein bisschen reformieren. Das sollte ich auch machen, ja. 36. Bessere Artillerie. Ich mache ja tatsächlich das so ganz gerne. Machen wir das mal so. Davon haben wir genug. Davon nicht. Es geht. Das ist okay. Und dann habe ich jetzt... Okay. Das läuft ja nicht so toll. Macht es Sinn auf... Crypt? Auf was? Entschuldigung, war abgehackt. so sorry. Bei Lauren. Moment. Bei was? Moment, bei Law? Government? Achso, jemand zu holen, der Encryption oder Decryption hat. Nee, einfach nur. Oh, warte. Ich hab aufgemacht. Kurz Pause. Bei der Mobilität. Ah, so. Armeen wir haben. Du bist gerade bei welchem? Limited. Du bist bei Limited. Limited ist ganz gut. Du hast noch ziemlich viele Reserven. Du hast noch irgendwo um die 2,5 Millionen an Manpower. Das ist okay. Wenn du wirklich mehr brauchst, dann... Ja, Free Manpower, da. Okay. Ja. Wenn du noch mehr brauchst, dann kannst du definitiv halt noch zu Extensive gehen. Ohne große Probleme. Dann dauert das Ausbilden neuer Truppen nur ein bisschen länger. 10%. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Ab Service by Requirement fängt es an weh zu tun, weil dann deine Produktion langsamer geht. Ah, ja. Und ab da geht es dann nur noch bergab. Okay. Gut, jetzt können wir aber irgendwas machen. Mehr Fabriken. Also ich glaube, du hast noch genug Reserve, sagen wir mal so. Ja. Ah, ich warte mal, bis ich... Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Sieht gut aus. Hey, willst du mal was Schönes sehen? Ja. In Spanien? Im Nordosten? Da haben wir jetzt eine spanische feindliche Truppe eingekreist. Siehst du das? Ja. Mhm. Wenn die verlieren, werden sie komplett entfernt. Die sind dann weg. Also die sind komplett ausradiert dann. Genau. Umzingelte Truppen, die wirklich nur noch auf einem Feld sind und sich nirgendwohin mehr zurückziehen können, werden komplett entfernt, wenn sie besiegt werden. Die gelten dann als wirklich tot. Ja gut, das macht Sinn, ja. Ansonsten können Truppen halt immer zurückweichen. Ja, das war's. Ah, okay. Nice. Wenn man nah genug reingeht, dann hörst du sogar diese ganzen Geschüsse und so. Ja. Sieht cool aus. Wir sehen aktuell auch hauptsächlich Infanterie, aber wenn du halt Panzerdivisionen und so hast, dann werden da halt auch Panzer rumfahren und kämpfen. Ja, ist schön gemacht. Hast du eigentlich den Tag-Nacht-Zyklus an oder aus? Der ist an. Okay. Ich hab den immer aus gehabt, weil ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mal ausprobieren. Aber naja. Oh, das ist jetzt fertig. Wie sieht's denn hier aus? Pause noch drin lassen oder? Ja, ganz kurz. Ich mal schauen, ob ich jetzt wirklich langsam gegen den Krieg mit China gehe. Mhm. China platt machen. China. Genau. So.
wir brauchen das und das. Okay. Dann musst du dich entscheiden, willst du sie zur Puppe machen oder direkt alles erobern? Das sind die beiden Fokusmöglichkeiten. Ja, da habe ich jetzt auch schon überlegt. Es ist irgendwie spannender, tatsächlich die komplett einzunehmen. Klar, aber schätzungsweise wird es auch schwieriger. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so oder so musst du sie halt dazu bringen, dass sie kapitulieren. Okay. Der große Unterschied liegt, glaube ich, eher darin, wenn du sie zur Puppe machst, naja, kriegst du die ganzen Rohstoffe und so, die sie haben, nicht direkt, sondern halt, du hast halt noch einen Verbündeten. Einen zusätzlichen. Ach, du hast Urao. Heilige Scheiße. Kann ich irgendwas Cooles lizenzieren? Ja, was würdest du denn jetzt, was würdest du empfehlen? Ich glaube, ich kaufe gleich was von dir. Ich mag Puppen tatsächlich nicht unglaublich, weil sie sich manchmal ziemlich dämlich anstellen. Okay. Und ewig brauchen, um wieder aufzubauen, weil wenn China halt vom Krieg erstmal zerstört ist, dann müssen sie ihre Armee neu aufbauen, sie müssen ihre Wirtschaft selber auf Vordermann bringen. Ich würde sie komplett annektieren. Und das heißt, War with China wäre dann der Fokus. Ja, okay. So, und ich glaube... Ja, was haben wir schon zu verlieren? Los geht's. Ich werde dich noch um etwas bitten. Nämlich darum. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Ich möchte, dass du mir gestattest, Flugzeugträger von dir zu bauen. Oh, du gibst mir eine Fabrik. Ja, klar. Wie viele Fabriken hast du eigentlich? Ich habe jetzt noch... Also insgesamt habe ich 25 Zivile und davon kann ich 10 zum Bauen einsetzen gerade. Okay, ich habe gerade mal 19 Zivile, aber ich habe 25 in der Armee, das ist krass. Ja, ich habe 40 Militärfabriken. Oha. Ja. Okay, ich sag nichts mehr. Ne, wir pumpen jetzt erstmal die Sachen raus. Das ist auch wichtig. Okay, ich kann jetzt theoretisch, wenn ich das verstanden habe, deine Flugzeugträger bauen, ne? Ja, cool. Nice. Das ist irgendwie cool. Ich habe das vorher noch nicht ausprobiert. Okay. Okay, nicht schlecht. Und was ich, glaube ich, auch kriege, ist ein Bonus auf Forschung von Flugzeugträgern. Weil ich jetzt halt ein Beispiel habe. Ich kann von dir kopieren. Plagiat! Ja, im Prinzip schon. Okay, cool. Okay. Alles klar, weiter geht's. Ja, gerne. So. Dann, ich fange an, War mit China zu haben. Ja. Bald. Demnächst. Demnächst im Kino. Genau. So, das sind die zwei Armeen, die da rumstehen. Okay, super. Und dann kann ich sogar Freiwillige schicken, die dir helfen. Ja, kannst du machen. Also, noch nicht, aber... Sobald es wirklich losgeht. Du kannst auch überlegen, Landeoperationen zu machen. China hat ja eine ziemlich große Küste. Und du hast definitiv die stärkere Flotte. Ja. So dass du halt Marinelandeoperationen irgendwo machen könntest, wenn du willst. Okay, warte, das Ja, meine ganze Marine ist erstmal auf Hold. Achso, ja, das. Ja, die solltest du dann wahrscheinlich auch. Also Flotten funktionieren so, wenn du so ausgewählt hast, kannst du halt auf drei Seezonen rechts klicken. Nee, du musst erstmal oben einen Befehl auswählen, Entschuldigung. Das hat vielleicht selber meine. Du kannst oben einen Befehl auswählen. Destroy. Zum Beispiel. Und dann kannst du auf drei Seezonen, die benachbart sind, rechtsklicken nacheinander.
Das wird bedeuten, dass das Schiff, dass die Schiffe auslaufen und alle Feinde, die sie finden, angreifen werden. Oh, sehr schön. Dann kriegst du auch viele Bunde. Ach, die Olympischen Spiele. Ja, in Deutschland. Ha. Hast du das super gemacht. Ja, ich weiß. Wir haben extra dafür ein Olympiastadion in Berlin gebaut. Oha. Ja, ich weiß. Wir haben uns nicht lumpen lassen. Ich glaube, ich will das, weil das immer wichtig ist. Achso, nee, die sind noch nicht mehr da. Puh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie Sonic sich anstellt. sehr gut auf jeden Fall. Was sind denn 65? So. Sollte erstmal reichen, oder? Ja. So. Der halbe Pazifik ist jetzt Pazifik oder das, ist der Atlantik? Nee, das ist der Pazifik. Ja. Der halbe Pazifik ist jetzt bei mir grün. Okay, gut. Ich glaube nicht, dass es gegen China nötig ist, weil die irgendwie nur so 5 kleine Schiffe haben. Aber okay. Ja, es ist Vorsichtsmaßnahme. So. Gleich geht's hier bei uns los. Ja. Was macht Spanier? Achso. Was brauchen die Spanier so lange hier, hä? Ja, Bürgerkrieg. Deine. Wenn du selber im Krieg bist, dann werden dein. Kannst du auch keine Freiwilligen schicken. Das heißt, die, die du geschickt hast, werden zurückkommen. Ja, okay. Aber. Das ist ja okay. So, machen wir hier mal. Habe ich. Der hat 52 Divisionen, hat China dahin ge- Ernst? 52? Hey, wenn das alles nur Bauern mit Steinen sind, dann komm. Shit. Also mein Recruiting, ja, meine Rekrutation dauert so ewig. Ja. Besonders wenn man nicht genug Equipment hat, dann dauert das halt. Du kannst die Truppen auch, wenn sie eine bestimmte Menge an Erfahrung haben, schon raushauen, aber die sind dann halt nicht fertig trainiert. Die sind dann halt schlechter. Ja, nee. Das wird nicht trainiert werden, aber ich kann die nicht hier hinschicken. Ich kann die hier hinschicken. Geht mal alle dahin. Und dann gucken, passiert das jetzt. Welche Arme war das? Die. Ich kann aber auch nicht auf den General rechtsklicken, dass die Vision, wenn sie fertig. Aber das ist Linksklick, oder? Oh, ja, das ist Linksklick. Du. Was? Nichts. So, was haben wir? Ja, okay, das ist gut. Flugzeugträger. Das ist wirklich cool. Ich brauche nur noch Flugzeuge für meine Träger. Die muss ich auch noch erforschen. Ich könnte natürlich auch. Oha, gleich geht's los. Oh oh. Was? Oh oh. Was? Wo, der Fokus ist gleich fertig. Ja.
Dann beginnt der... Eigentlich ist es schade, dass in der Schule nicht so viel asiatische Geschichte gelehrt wird. Kann man viel lernen. Naja, wir sind jetzt live dabei. Das stimmt. Kann man auch noch mal was lernen. Yeah, War of China. Ich mach mal kurz Pause. Okay. Also muss ich jetzt noch mal ein bisschen genauer schauen, was ich haben will. Mal das Ding, damit wir den einen Research-Slot noch bekommen. Ah ja. Hm. So, bin ich jetzt offiziell im Krieg? Nein, du hast aber Kriegsziele, also Kriegsgründe. Du kannst jetzt auf China rechts klicken und auf Declare War gehen. Ah, Available genau. War Goal. Okay. Das ist genauso wie bei Europa Universalis. Und Crusader Kings, du brauchst einen Kriegsgrund. Immer. Notfalls kannst du einen erfinden, aber du brauchst einen. Okay, declare war. To... wait. To what? Annex. Achso, Annex ist sozusagen annektieren. Genau, okay. Ja. Alles ja. Klar. Send. Transmission from Japan. Japan declared war on Shaanxi. Achso, du hast jetzt Shaanxi den Krieg erklärt. Okay, ja gut, läuft aufs Gleiche hinaus. Ja, Shaanxi ist ein... war... hat früher mal zum chinesischen Kaiserreich gehört, aber ja. Meine Truppen sind an der falschen Border! Hey, solange Menkuku nicht im Krieg ist, kann Shaanxi gegen dich nichts unternehmen, weil Truppen halt nicht in... fremdes Gebiet marschieren dürfen. Das ist ein bisschen schräg. Also wenn du von Menkuku aus angreifen willst, musst du Menkuku auch in den Krieg mit einziehen, weil ansonsten geht das nicht. Also eben meine Truppen sind gerade komplett, also fast komplett in Menkuku auch stationiert. Das ist gar kein Thema so. So, und jetzt können wir bestimmt sowas machen. Nein, warum können wir das nicht machen? Das können wir nicht machen. Ich kann irgendwie in Menkuku nicht rumzeichnen. Egal. Gehen wir mal noch dahin und ihr geht bitte auch hier an die Border. So. Es geht los. Okay. Meine Truppen fangen an sich zu bewegen. Oh oh. So clever war, alle von dort abzuziehen. Naja, wir werden sehen. Hm. Wollt ihr euch nicht mal bewegen jetzt hier? Wie gesagt, du musst Menkuku einberufen in den Krieg. Du musst auf Menkuku rechts klicken und dann irgendwie ask to join war? Ich kann es nicht sehen, deswegen. Nein, ach Mann, ey. Ich war schon wieder bei der Führung. Wie sagt man nochmal, dass sie komplett stehen bleiben sollen? Steuerung H, ja? Einfach alle markieren und dann H. Einfach nur H. Ah, okay. Okay. Ihr sollt jetzt an diese Border gehen. Und ihr sollt... auch an... diese Border gehen. Okay. Angetreten! So, was... ah, Call to Army. Ja, ja. Das, da musst du jetzt kurz Zeit vergehen lassen, damit sie das auch machen. Mhm. Damit sie sozusagen akzeptieren. Genau. Oh, ups. Achso, China kann ich auch noch den Krieg erklären. Wenn du das willst, ja. Die wollen es mal nicht übertreiben. Wir machen mal
Einen nach dem anderen. Und dann, China, genau. So. Ach so, Moment. Ah, ja, stimmt. Zwei. Bereit. Befehle. Wie nehmen wir denn da? So, der erste Teil fängt schon mal gut an. Meine Truppen spazieren. Angetreten. Research mal wieder verfügbar. Hatte ich den nicht ein... Oh, ja, ich hab's nicht gesehen. Sorry. Oh, oh, Moment, mein Spiel hängt. Ah. Hey, ich bin gedroppt. Oh, Kacke. Oh, ja. Alles hängen geblieben. Nein. Ja, der Host ist weg. Ich war der Host. Ich kann's speichern. Ja, dann mach das mal bitte. Safe. Gespeichert. Gut. Server lost. Ja. Ja. Nochmal safe. Komm, safe game. Hallo? Ja. Okay, nein, Crash Report brauchst du nicht schicken. Ja, das kann passieren. Das passiert. Okay, okay, alles gut. Ich hoffe mal, OBS macht jetzt nicht wieder Probleme. Rüde. Dann lass uns mal kurz einen Cut machen. Okay, können wir auch machen. Passend. Ja. 1,5 Stunden. Hey. Nicht schlecht. Gut. Dann. Ja, bis gleich. Bis gleich.